na 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 la 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 na 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 na. Hallo liebe Auerfans. Hoi, 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 hoi. Erinnert ihr euch noch an das legendäre Spiel von vor einem Jahr? Abschütteln wollten die Hamburger das Derby, es klebt aber scheinbar. Aue gegen Hamburg. Hoi, morgen ist es wieder soweit. Und wir wollen morgen wieder ein 3:0 mindestens schaffen. Hoho! Oi, 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 das wird spannend, Freunde der Sonne. Freistoß zunächst geblockt, aber Fabrich macht das Gerät wieder scharf. Und plötzlich steht Pascal Destroth ganz allein. Jo, das gucke ich mir so gerne an. Als Motivation für morgen. Oi, 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 oi. Hallo Isabella, mein Schatz. Hallo Isabella, meine Sonne. Hoi, Isabella, freust du dich auch auf das Spiel morgen? Ja, freilich. Bin ich gespannt, was da passiert. Sag mal, Isabella, mein Schatz, weißt du, wo unsere Freunde sind? Ja, ich glaube, die sind hier unten beim Computer und machen sich Hamburger für morgen. Was? Hamburger? Da muss ich gleich mal nachgucken. Ui, 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 ui. Ui, tatsächlich Hamburger. Ui. Ja, die gibt's morgen frisch gebraten, werden wir die Hamburger vernaschen. Mit einem kräftigen 3:0. Oh, das wäre natürlich klasse, meine Freunde, wenn das wieder so klappen würde, ne? Aue gewinnt mit 3:0 gegen den HSV. Wie lange kann Dieter Hecking seine Ruhe wohl noch bewahren? Oh, das wäre klasse, wenn wir das wieder so schaffen würden. Hui! Was wollt ihr denn mit den Hamburgern anstellen? Die werden ja die Pfanne hauen. Braten. Nun ja, und ich trinke eine schöne Coca-Cola dazu, mein Guter. Du trinkst bestimmt ein Käsebier, ne? Na freilich, trinke ich ein Käsebier. Und ich sehe auch, auf dem Hamburger ist ja auch Käse mit drauf. Ja, lass dir mich da mal kosten. Nun ja, lass mal dich kosten, mein Guter. Freilich darfst du mal abbeißen. Wir teilen die gerecht auf. Alle zwei. Zwei durch vier. Ja, durch jeder einen halben. Okay, mach ich mit. So, Freunde. Jetzt bleibt es nur noch eins übrig, ein wunderschönes Lied zu singen. Hamburg, meine Perle, du wirst heute untergehen. Denn du kriegst heute 6 Tore von Aue. Wenn du aus Bremen kommst, gibst du dich hier nichts wohnen. Wenn du aus Rostock kommst, bleibst am besten gleich zu Hause. Ja! Wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen. München kommst, die Lederhosen aus, ja. Wenn ich bald weit weg bin, in Athen oder Evendon, dann denk ich Hamburg, meine Perle, und singe uns mit. Hamburg, meine Perle, du wirst heute untergehen, du kriegst 6 große Tore, Volk von Aue, du wirst schon sehen. Ja! La 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 la. Tschüss, Freunde, bis morgen. Zunehmend von der Rolle. Nächste Abseitsfalle, die völlig in die Hose geht. Jan Hochscheid. 74. Minute, 2:0 für ein starkes Aue gegen ein indisponiertes Hamburg. Hochscheid muss mit dem Jubeln kurz warten, dann wird aber klar, auch hier ist es kein Abseits. Nur mal zum Vergleich. Aue hat in 2020 noch kein einziges Spiel gewonnen und nur ein einziges Tor erzielt. Und hier schießen sie gleich 3. Jan Hochscheid setzt 2 Minuten vor Schluss den Deckel drauf. So erschallt der